Hallo meine Lieben, es ist Sommerzeit, Pleniermahlzeit. Ich persönlich gehe sehr gerne raus, male draußen, finde auch immer das direkt vor dem Motiv gemalte, gerade Aquarelle, einfach was sehr Authentisches haben und werde also im Vorfeld von Malkursen, auch im Vorfeld der Malertreffen, die ich ja jährlich organisiere, immer wieder gefragt, was muss ich mitbringen, was brauche ich zum Pleniermalen. Und aus dem Grund habe ich mich jetzt entschlossen, euch mein Material mal vorzustellen. Also ich beziehe mich jetzt vor allem auf Zeichnung und auf Aquarell-Mischtechniken. Mache ich draußen eher wenig, eventuell mal ein bisschen was mit Collage, aber wirklich eher stehen da für mich im Vordergrund die Skizzen und das Aquarell. Was nehme ich mit, wenn ich draußen male? Es soll ja nicht zu schwer sein, es soll praktisch sein und ich möchte dennoch alles mithaben, was ich brauche. Also das ist immer so eine Gratwanderung. Ich nehme mit zum Plein-Air-Malen, ich stelle euch erstmal das Material vor, dann komme ich auf den Transport und auf den Aufbau des Ateliers dann draußen vor Ort. Ich fange mal an mit meinen Farben. Ich nehme hier meine ganz normale Studiopalette von Yellow, in die ich also meine gebräuchlichsten Farben hineingedrückt habe. Und die ist relativ groß, aber ich finde sie dennoch praktisch, weil sie eben auch für mich die Möglichkeit bietet, auch mal Farben zu mischen und ich dann nicht extra noch eine Palette brauche, um die Farben zu mischen. Meine Farbkarten, eine fehlt mir jetzt gerade, meine Farbkarten habe ich mir laminiert. Das heißt, dass sie also wesentlich unempfindlicher sind, auch gegen Spritzer und gegen Wasser. Das zu den Farben. So, dann habe ich natürlich dabei Pinsel. Und zwar nehme ich wenige Pinsel mit, so ungefähr 10 Pinsel. Und zwar Rundpinsel in verschiedenen Stärken. Also meistens habe ich meinen 30er Mandelinierer mit, den es bei mir gibt. Den habe ich mir individuell anfertigen lassen. Und dann habe ich noch ein 14er oder ein 8er Rundpinsel mit, da achte ich wirklich auf eine gute Spitze. Außerdem verwende ich sehr gern diese Flachpinsel von Da Vinci. Die habe ich immer mit in 2 bis 3 Stärken, ist auch immer ein bisschen abhängig von dem Papier, was ich mitnehme. Also nehme ich ganze Bögen mit, nehme ich halbe Bögen mit oder eventuell auch noch kleinere. So, dann habe ich immer mit meine geliebten Schlepper. Sind also alles Synthetikpinsel und ich habe mit meistens so einen Schrägschnittpinsel und dann diesen Pinsel mit diesen ausgedünnten Spitzen vorne. Der ist also sehr schön zu malen von Gräsern, von feinen Ästen. Und zum Spritzen von Farbe nehme ich einen Fächerpinsel mit, manchmal auch noch eine Zahnbürste, aber meistens habe ich den Fächerpinsel mit. So, das sind soweit die Farben. Zum Vorzeichnen und zum Skizzieren nehme ich mit einen weichen Bleistift oder ja, einen mittelweichen Bleistift. Das ist jetzt einer in 2B. Und ich habe eigentlich immer auch mein Skizzenbuch mit, entweder dieses oder aber ein etwas kleineres. Und dafür nehme ich immer einen Presskohlestift mit, also so einen Stift, der eine relativ dicke Kohlemine hat, den ich dann also auch gut auch mal mit dem Finger verwischen kann, der sehr viel Schwärze liefert, und einen Knetgummi. So, zum Malen dann, je nachdem, ein Anspitzer natürlich, ganz wichtig. Zum Malen habe ich dann noch mit immer weiße Tusche, die fülle ich mir immer in so eine Glasflasche ab, weil ich dann die Tusche wesentlich besser dosieren kann, als wenn ich diese Tuscheflasche mit dieser großen Öffnung habe. Und ich habe in dieser Flasche immer auch, ich schüttel die euch mal auf, dass ihr das hört,
so einige kleine Metallkügelchen und die helfen mir, diese weiße Tusche gut aufzuschütteln. Dann habe ich sehr häufig mit das Granuliermedium, dazu dann auch noch eine Kunststoffpipette und ich nehme gelegentlich auch mit 2 bis 3 Flaschen Airbrush-Farben. Das hängt auch davon ab, was ich gerne malen möchte. Dann brauche ich natürlich Wasser. Für das Wasser habe ich so eine quadratische Kunststoffflasche. Finde sie praktischer als runde. Hier passt also wirklich 1 Liter rein. Und damit komme ich ganz gut über einen halben, dreiviertel Tag, selbst wenn ich draußen keine Möglichkeit habe, mir Wasser zu holen. Wenn man jetzt in der Stadt ist, ist das überhaupt kein Problem. Da geht man dann ja auch mal einen Kaffee trinken, geht auch mal auf Toilette und dann kommt man eigentlich immer an frisches Wasser. Und als Malgefäß nehme ich so einen Becher mit, so einen Gipsbecher, weil der einfach wirklich unkaputtbar ist. So, was habe ich noch dabei? Natürlich immer meine Kugelsprühflasche. Und ich überlege gerade, ich habe noch was vergessen, und zwar meine Aquarellstifte. Und zwar nehme ich sehr gerne diese Stabilo-Stifte mit. Die haben einen sehr, sehr schönen Abrieb und sind wirklich in wunderschönen Farben erhältlich. Also auch die habe ich eigentlich immer dabei. Und wenn ich zeichne, wenn ich mit Kohle zeichne, brauche ich ja doch auch ein Fixativ, weil mir sonst die Kohle dann auch im Skizzenbuch dann sehr verwischt. So, das sind die Malmaterialien. Ich packe das mal an die Seite. Jetzt kommen wir zum Papier. Ich male also ganz selten auf Blöcken, auch draußen, wenn ich Plein Air male, nicht, sondern ich male auch draußen auf einzelnen Bögen. Und ich nehme sehr gerne dieses Papier, was mindestens 600 Gramm hat. Hier habe ich mal 2 schon bemalte halbe Bögen. Dieses Papier hat 600, teilweise sogar 640 Gramm. Der Vorteil dabei ist eben einfach, dass es sehr plan liegt und sich auch, selbst wenn ich sehr wässrig arbeite, so gut wie nicht wälzt. Das ist in dem Falle das Leonardo von Hahnemühle in der Qualität Feinkorn. Halbe Bögen oder eben auch ganze Bögen, was ich dann mitnehme, um damit wirklich draußen zu malen, zeige ich euch gleich. Natürlich male ich gelegentlich auch auf Blöcken. Ja, zum Beispiel auf den Hahnemühle-Blöcken, aber auch hier achte ich auf eine gute Grammatur. Ungefähr 450, 500 mindestens oder eben besser sogar 600 Gramm. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für einen Block in 20 x 50 cm. Man kann sich aber auch ebenso die einzelnen Bögen in jedes Format reißen, das man benötigt. Das ist das Papier. Das sind also hier die ganzen Bögen. Jetzt komme ich zu dem zu dem Malplatz, den ich mir draußen einrichte. Ich schwanke immer zwischen 2 Varianten. Die erste Variante, was ich wirklich lange gemacht habe, wenn ich draußen eben auch auf ganzen Bögen malen wollte, ist folgende Variante, die ich, wie ich finde, auch sehr leicht ist. Ich nehme mir so eine Mappe mit. In der Mappe habe ich einen kleinen Angelhocker. Diesen Angelhocker kann ich auch sogar auch in den Malrucksack packen. Und in die Mappe kommen natürlich dann meine ganzen Bögen rein. Ich stelle das mal wieder runter. Und um dann auf dieser Mappe zu malen, nehme ich mir entweder eine leichte, vor allem flache Klappbox mit, oder aber, wenn ich die nicht habe, nehme ich einen Karton, einen simplen Pappkarton, den falte ich mir zusammen.
Damit er ein bisschen mehr Stabilität hat, klappe ich die Oberteile klappe ich rein, dann hat er mehr Stand. Auf diesen Karton, ich zeige euch das jetzt auf dem Tisch, also ihr müsst euch das dann jetzt vorstellen, wie das dann auf dem Boden natürlich dann aussieht. Auf diese Palette oder auf diesen Pappkarton lege ich meine Mappe und auf die Mappe kommen dann meine Bögen. Also diese Bögen passen auf die ganze Mappe und darauf male ich. Wenn es jetzt windig ist, brauche ich natürlich dann ein Klebeband. Das ist ja bei der Mappe ist ja so ein bisschen der Nachteil, dass ich, wenn ich die Rückseite oben habe, habe ich ja nichts, wo ich diese großen Klammern festkleben kann. Das heißt, da nehme ich Tesaband. Klebe mir das je nach, ja, wenn wirklich Wind ist, schon auch mal an vier Seiten fest oder an den Ecken. Tesaband oder aber, was man auch machen kann, man nimmt die Vorderseite von der Mappe und dann kann man natürlich, ich muss mich jetzt mal über den Tisch hängen, mit diesen Klammern, ja, immer wirklich, wenn Wind ist, kann ich auch meine Bögen dann an den Seiten an meiner Mappe festklammern. Aber eben dann auch nur an einer Seite. Das ist ein bisschen gefährlich. Manchmal kommen wirklich Windböen, die den Bogen dann anheben und dann wirklich auch unter Umständen wegwehen. Deswegen klebe ich gerne fest, wenn ich auf der Mappe arbeite. Wenn man natürlich jetzt, was optimal wäre, draußen eine Bank findet oder man findet sogar eine Bank und einen Tisch, kann man natürlich auch dann auf den Tisch malen oder eben die Mappe auf eine Mauer legen. Dann hat man also das Problem mit diesem Pappkarton nicht, aber man weiß eben nie, welche Bedingungen man dann vor Ort vorfindet. An der Stelle vielleicht auch mal ein Tipp, Restaurants sind überhaupt nicht böse, wenn man nett fragt, ob man sich draußen an den Tisch setzen kann, dann bestellt man sich immer mal einen Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen und dann habe ich eigentlich auch nicht erlebt, dass das Probleme gibt, dass die sich dann darüber ärgern, wenn man dann auch mal zwei, drei Stunden dann auch mal einen Tisch dann in einem Freiluftbereich von einem Restaurant dann auch blockiert, so als kleinen Tipp. So, ich packe das jetzt mal weg und zeige euch noch die zweite Variante. Die zweite Variante ist mein Malstativ. Das Malstativ habe ich jetzt schon viele Jahre. Ich schicke euch dann auch oder ich hinterlege euch dann im Handout dann auch die Bezugsquelle. Dieses Malstativ ist zugeschnitten auf halbe Aquarellbögen und den Rucksack, den Pratmalrucksack. Der Pratmalrucksack, ich halte euch gleich mal hoch, den gibt es in drei Größen und das ist die mittlere Größe. Den kann man also dann auch sehr, sehr schön auf den Rücken tragen. Den nehme ich übrigens immer mit, weil in meine Mappe, die ist ja sehr schmal, bekomme ich ja nicht mein gesamtes Equipment rein, also Wasser, Farben, Skizzenbuch, sondern den habe ich immer auf dem Rücken. Die Mappe nehme ich dann in die Hand. Wenn ich ein Stück laufen muss zu diesem Stativ, gibt es also noch einen Aufsatz. Dieses Stativ kann ich mir eben auch in allen Höhen einstellen. Ich kann mir das auch niedriger einstellen und kann mich dann auch mit dem Hocker dann auch davor setzen, wenn ich also lieber im Sitzen male, denn das Arbeiten auf dieser Mappe mit dem Karton und mit dem Angelhocker davor geht doch ordentlich über den Rücken. Also da muss man wirklich immer mal aufstehen, ein paar Schritte umherlaufen, dass man dann nicht wirklich, ja, dann vielleicht gar nicht mehr hochkommt. An dem Stativ kann ich im Stehen arbeiten. Ich kann das also auch ausladen, also rausfahren, sogar noch weiter. Hier unten sind dann nochmal für die Großen unter euch nochmal die Möglichkeit zu verlängern. Aber ich kann damit eben auch im Sitzen arbeiten. Und der Vorteil, den das Stativ auch hat, ich kann Unebenheiten im Gelände ausgleichen,
Wenn ich zum Beispiel einen abschüssigen Malplatz habe, dann habe ich nämlich mit meinem Pappkarton und mit meiner Mappe relativ schlechte Karten, weil mir dann ja die Farbe ja, quasi läuft auf dem Bild. Und so kann ich wirklich mir den Arbeitsplatz so einrichten, dass mein Blatt wirklich waagerecht liegt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie diese Palette funktioniert. Ich habe also hier statt des normalen Stativkopfes einen Holzkopf mit einem Magnetmechanismus, in die ich dieses Stativ einklicke und habe dann die Möglichkeit hier, ich gucke mal, dass ich euch das mal ein bisschen besser mal zeige. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Versuche das mal, nee, das wird nicht besser. Das ist womöglich nicht mehr scharf. Ich habe also jetzt hier den Bereich, wo ich mein Blatt hinlegen kann, kann das Blatt festklammern. So, und kann dann hier drüben meinen Farbkasten hinlegen, mein Wasser. Wenn ich jetzt natürlich mehr an Material brauche, dann muss ich mir das dann auf der Erde um mich herum anordnen. Wenn ich auf der Mappe arbeite, muss ich das sowieso machen. Da habe ich natürlich dann keine Ablage extra noch für meine Materialien und für den Kasten. Das ist also das Stativ. Und dieses Stativ gibt es inzwischen auch, habe ich gesehen, sogar auch für ganze Bögen. Also diesen Aufsatz gibt es inzwischen in einer Größe, dass man also auch einen ganzen Bogen darauf legen kann. Das kriegt man natürlich dann aber nicht mehr in den Malrucksack. Und nicht immer kann man mit dem Auto ja bis zum Motiv fahren. Ach so, noch eine Sache, wenn man mit Hochformat arbeitet, ich nehme das jetzt mal runter, dass ihr das gut seht, das ist also jetzt der Aufsatz. Man sieht auch, dass der schon ein bisschen was erlebt hat. Wenn ich jetzt ein Hochformat malen möchte, müsste ich ja dann mich seitlich an die Staffelei stellen. Und damit ich das nicht machen muss, nehme ich mir dann also noch ein Blatt, noch ein Brett mit, was ich mir dann hochkant drauflege und dann da drauf mein Papier lege. Hier habe ich dann meine Farben und dann kann ich also auch hochkant sehr gut arbeiten, weil ich finde das ausgesprochen unpraktisch, wenn man von hier sich hinstellen muss und dann hier drüben seine Farben hat und man stößt dann doch auch mal relativ schnell hier drunter. Das ist relativ stabil, ist aber vor allem geeignet für Arbeiten im Querformat. Ich kriege sowohl das Brett als auch diesen Aufsatz in den Malrucksack. Gleichzeitig stabilisiert mir dieses Brett auch den Malrucksack. Und der Rucksack ist also so praktisch, dass ich hier ein bisschen aufpoltert. Und der Rucksack ist also so gearbeitet, dass ich dieses Stativ nicht in die Hand nehmen muss, sondern ich kann das Stativ, da wo eigentlich normalerweise eine Zeichenrolle reinkommt, bei Grafikrucksäcken, kann ich also das Stativ hier befestigen in dem Malrucksack und habe also dann alles quasi zusammen. Der Vorteil ist also an dieser Variante, dass ich nicht noch eine Mappe noch dabei habe. Also ich habe wirklich dann alles auf dem Rücken, was ich persönlich sehr praktisch finde. So, ja, was habe ich noch dabei? Das war es eigentlich schon. Mitunter nehme ich mir auch einen Motivsucher mit, eigentlich aber wenig. Den brauche ich jetzt nicht zeigen. Ich glaube, den kennt ihr alle. Und letztlich sind noch wichtig, und dann bin ich auch fertig, ein Sonnenschutz. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr draußen arbeitet. Sonnenschutz, eine Kopfbedeckung. Und ja, eine Sonnenbrille, das hat natürlich den Nachteil, dass sich die Farben ein bisschen anders darstellen, aber wenn ihr wirklich in der prallen Sonne arbeitet, ist eine Sonnenbrille einfach gut. Was braucht man noch? Natürlich eine Rolle Küchenpapier und das Handy, das werdet ihr ja sowieso dabei haben, aber ich nehme das Handy immer vor allem mit, weil ich immer auch immer mir auch ein Foto mache von meinem Motiv, und zwar aus genau auch der Perspektive, wie ich entweder gesessen oder gestanden habe. Und ich fotografiere mir gelegentlich auch Zwischenschritte
von meinen Bildern, um diese dann also besser beurteilen zu können. Darüber hinaus sollte jeder auch ein Handy dabei haben. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Papier habe ich genannt, Pinsel habe ich genannt, Farben habe ich genannt, Skizzenbuch, eventuell Zusatzmittel, Wassersprühflasche. Ja, also diese Klammern, ganz wichtig, wenn man die vergessen hat, ist es Wind, hat man nicht so sehr gute Karten. Jo, das war es soweit. Ja, man kann natürlich jetzt auch sich etwas kaufen. Ich weiß, es gibt so Malrucksäcke mit so einfachen Stativen, wo auch gleich so ein kleiner Hocker mit eingearbeitet ist in den Rucksack. Ich habe so etwas nicht. Ich habe wirklich die besten Erfahrungen mit diesem Equipment gemacht und damit bin ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auch unterwegs und bin so wirklich unabhängig davon, dass ich unterwegs gute und geeignete Malmöglichkeiten vor Ort finde. So, das war's zu diesem Thema. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich lade euch auch nochmal ein, wirklich in dem Falle ganz kurzes Handout hoch, wo einfach nur nochmal die Dinge aufgelistet sind, insbesondere auch den Malrucksack, dass ihr euch den nochmal angucken könnt und auch die E-Mail-Adresse, wo ihr also dieses Stativ bestellen könnt, solltet ihr Interesse haben. Ich verdiene daran nichts, es ist nicht ganz günstig, aber ich finde es sehr, sehr praktisch. Habt viel Spaß, genießt die Zeit draußen, malt, sammelt Eindrücke und ja, bringt tolle Bilder mit nach Hause vom Plein-Air-Malen. Ich würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen auch mal bei einem der nicht kommerziellen Malertreffen zu sehen, die ich regelmäßig organisiere. Für 2022 ist es durch, da waren wir in Mühlhausen. 2023 werden wir uns in Weimar treffen. Voraussichtlich 2024 werden wir wahrscheinlich in Goslar sein. Also wir sind immer so in der Mitte Deutschlands, dass wir auch dann für alle ganz gut erreichbar sind und auch zentral sind. Bis dahin, viele liebe Grüße, eure Kirsten.